Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns an, wie du im Power BI ein Hintergrundbild verwenden kannst. Bevor wir loslegen, bitte diesen Kanal abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Ein solides Layout ist die Grundlage für ein hochwertiges Berichtsdesign. Sehen wir uns nun an, wie du einen Hintergrund in Power BI verwenden kannst. Ich habe nun Power BI Desktop gestartet und werde nun die einzelnen Schritte bzw. Einstellungen besprechen. Und zwar kann ein Hintergrundbild standardmäßig ohne ein Element ausgewählt werden, und zwar in den Visualisierungen. Wie hier zu sehen, habe ich keine Grafik eingefügt oder auch kein Visual. Und nach Auswahl der Visualisierungen erhalte ich nun die Option Seitenhintergrund und Hintergrund. Den Unterschied dieser beiden werden wir uns im nächsten Schritt ansehen. Dazu wähle ich nun im Hintergrund ein entsprechendes Bild aus. Ich wähle dieses und habe dann noch die Möglichkeit, genau dieses Bild noch anzupassen. Ich wähle auf Ausfüllen und wie ihr seht, wird nun das Bild sozusagen gestreckt und ausgefüllt dargestellt. Als nächstes werde ich nun den Seitenhintergrund in derselben Reihenfolge durchgehen. Und zwar wähle ich nun diesen blauen Hintergrund aus und auch hier gehe ich auf Ausfüllen. Nun habe ich diese beiden Hintergründe eingefügt. Und die Frage ist nun, worin liegt nun der Unterschied? Das können wir sehen, indem wir nun die Transparenz anpassen. Und zwar setze ich für den Seitenhintergrund die Transparenz auf 0. Und wie ihr seht, ergibt sich nun der Unterschied, dass der Seitenhintergrund wie hier diese blaue Darstellung zeigt, beziehungsweise entspricht der Seitenhintergrund ein etwas kleineres Format als der Hintergrund. Und an dieser Stelle ist auch gleich gesagt, somit habt ihr auch die Möglichkeit nun, entsprechend einen Hintergrund für euren Bericht zu konfigurieren und einzustellen und könnt dann als nächstes beliebige Grafiken über diesen Hintergrund dann darstellen. Diese könnt ihr natürlich dann auch entsprechend farblich unterscheiden. Und zwar wähle ich nun hier eine vereinfachte Auswertung und kann dann auch hier in dieser Visualisierung mit der Transparenz die entsprechenden Hintergründe mit der Visualisierung abstimmen. Eine dritte Möglichkeit ist es, einen Hintergrund einzufügen. Das könnt ihr unter dem Menüpunkt einfügen und dann unter Elements gibt es das Icon Bild und kann dann dieses hier einfügen. Und wie ihr seht, kann ich das nun entsprechend nun auch vergrößern und als Hintergrund verwenden. Ein großer Nachteil dieser Variante ist es, dass für dieses Visual nun die Rechenleistung erhöht werden muss, beziehungsweise kann es sein, dass durch diese Bilder und mit jeder Visualisierung der Bericht langsamer beim Öffnen wird. Wie ihr seht, könnt ihr damit Hintergründe für eure Berichte verwenden und falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich würde mich freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute. Und viel Erfolg!